Hallo, grüß dich, zurück hier, dein Thomas Klein. Und in diesem Video möchte ich dir einen weiteren Akquise-Hack rausgeben, aus der Praxis direkt, gerade eben erst vor 10 Minuten wieder passiert. Einer meiner Bestandskunden hat bereits ein Angebot rausgegeben. Ja, und was es genau für ein Angebot ist und was für ein Scope das Ganze ist, was für eine Zielgruppe das Ganze ist und welche kleinen Rädchen man hier noch machen kann, um noch besser zu optimieren im Akquiseprozess, noch effektiver zu sein, noch schneller zu sein, den Sales-Zyklus noch weiter zu verkürzen. Hier eben dieses Video, bleibt auf alle Fälle dran, schaut das Video bis zum Ende an, denn das ist ein wirklich wichtiger, das sind Kleinigkeiten, aber die machen in der Summe in der Regel sehr viel mehr Umsatz und schneller Umsatz aus. Also nochmal ganz kurz zum Scope. Also der Scope, letztendlich geht es also Branche. Wir teilen ja sozusagen unsere in der B2B-Akquise, in der B2B-Neukundenakquise immer so letztendlich diese Kriterien. Ja, Branche, Energie, na, ist schon mal keine schlechte Branche. Ja. Dann Größe nach Umsatz, sind wir bei 1 bis 2 Milliarden. Ja. Dann noch Größe Mitarbeiter, MA kürzen wir das immer ab intern, sind wir bei ungefähr 6.000 bis 10.000. Ja, und dann könnte man noch weiter gehen, ja, Unternische, Firma, international, Konzern und so weiter. Aber das sind so die größten, wichtigsten Kriterien. Dann haben wir hier ein sogenanntes POC-Angebot, das ist also Proof of Concept. Und da geht es letztendlich genau um einen Monat, einfach nur damit du den Hintergrund verstehst. 150 Stunden Angebot für sogenannter Probemonat für ein POC zu erstellen. Na, das ist sozusagen unsere Probemonatsstrategie, so als Fuß in die Tür Angebot bei eben Konzernen, bei der Zielgruppe Konzern oder gehobener Mittelstand. Das ist letztendlich hier noch kein richtiger Konzern, ist letztendlich gehobener Mittelstand. Konzern ist dann nochmal was anderes, ist auch nochmal anders und in der Regel auch nochmal schwieriger und langwieriger zu akquirieren. Deswegen machen wir nochmal eine granulare, feine Unterscheidung. Und in dem Fall war es eben so, dort kam bereits ein Angebot zustande. Das heißt, wir sind jetzt hier, wenn das jetzt hier sozusagen der Akquiseprozess ist, na, die Pipeline. Dann haben wir hier Erstkontakt gehabt, EK, dann hier Zweitkontakt, ZK, dann haben wir hier den Teams Call gehabt. Das ist sozusagen das Analysegespräch, ja. AG. Und dann haben wir hier die Angebotserstellung gehabt, AE abgekürzt. Und dann liegt jetzt sozusagen das Angebot beim Kunden zur Prüfung. Also AZP, Angebot zur Prüfung, so kürzen wir das intern bei uns hier ab. Also wir haben Erstkontakt, Zweitkontakt, Teams Call gehabt mit zwei bis drei Entscheidern, Angebotserstellung AE und jetzt sind wir beim AZP, Angebot zur Prüfung liegt vor. Also hier geht es letztendlich hier, wenn wir das ganz kurz ausrechnen, 150 Stunden mal, in dem Fall 150 Euro Stundensatz. Wir konnten hier so sehr guten Stundensatz platzieren. Dann sind wir hier bei 15 mal 15, sind wir bei circa 22.500 Euro. Das ist die Gesamtsumme des Angebots für diesen POC. Wir schauen immer, dass wir so gut über 20.000 kommen bei so Monatsprobeangeboten, weil natürlich der Zeitraum noch nicht so ganz, du weißt ja, wie wir arbeiten, ist ja so, dass wir bei, desto kürzer der Zeitraum, wo wir uns committen oder der Kunde sich committen muss bei uns, desto höher ist der Stundensatz auch, logischerweise. Ne? Also wenn uns jetzt ein Kunde einen Rahmenvertrag vorlegt, ja, für 3 Jahre, dann kann man über die Stundensätze mal ein bisschen verhandeln. Wenn wir jetzt aber nur einen 4-stündigen Workshop oder einen 3-tägigen Workshop oder auch diesen Probemonat hier verkaufen oder als Angebot abgeben, dann
müssen wir natürlich hier nochmal einen kleinen Aufschlag nehmen. Also wenn jetzt dein durchschnittlicher Stundensatz, sagen wir mal, 125 Euro wäre, als Software-Dienstleister zum Beispiel, würde einfach da nochmal, ja, nochmal 25 Euro obendrauf, ungefähr 10-30% für diesen Probemonat. Warum? Weil du natürlich jedes Risiko mit einkalkulieren musst, dass jemand diesen Proof of Concept nimmt und das, den ganzen Kernblock, also den Komplettauftrag dann, der dann häufig 6 oder vielleicht manchmal sogar 7-stellig ist, mit einem komplett anderen Dienstleister umsetzt, der vielleicht günstiger ist. Also ja, verstehst du, was ich meine? Dass du einfach nur noch runtertippen muss. Dieses Restrisiko, je nachdem, in welchem Bereich du dich individuell bewegst, ist immer gegeben. Okay? Also das nur mal so vorweg zur Information. Und deswegen solltest du immer bei diesem Probemonat immer über 20.000 definitiv sein. Ja, 25, 22.000, das ist eine coole Summe. Wenn du natürlich damit zwei Mann drin bist, entsprechend nochmal 10.000 obendrauf. Ansonsten passt soweit alles. Und jetzt kommt hier das Feintuning, durch unsere Beratung und auch operative Unterstützung ins Spiel. Na, also wir, und dann nochmal bei uns bei Klein Marketing, wir sind ja auch operative Unterstützer, das heißt wir kreieren diese, wir begleiten von ersten Kontakt bis zur Angebotserstellung, bis zur Kundengewinnung und darüber hinaus begleiten wir unsere Kunden. Aber auf der anderen Seite coachen wir auch, beraten wir auch unsere Kunden. Wir schauen uns einfach auch so eine Pipeline an, ja, und natürlich vertraulich und alles, ja, ich nenne ja hier auch keine Namen und so weiter, nur die Eckdaten, um letztendlich diesen Use Case glaubhaft rüberzubringen, dass du auch mir das sozusagen abnimmst, dass es auch tatsächlich aus der Praxis ist, ja, und unterstützt die Glaubwürdigkeit, die paar Eckdaten, die ich hier aufgezeichnet habe, aber das ist repräsentativ für ganz, ganz viele Pipelines, die wir aufbauen für unsere Kunden, ja, okay. Also die Unternehmensgröße, Zielgruppe und so weiter und so weiter. Industrie. Ja. Und jetzt kommt das Feintuning. Jetzt warst du schon 5 Minuten in dem Video drin und erst jetzt kommt das Feintuning. Also 7 Minuten, 8 Minuten. Mein Kunde, der hat das Ganze jetzt halt gemacht und hat letztendlich im Pipedrive, und ich würde dir auch Pipedrive unbedingt empfehlen, dass du das einführst. Hier unten findest du den Link in der Beschreibung. Ist super günstig und super, super gut. Also die haben jetzt wieder neue Funktionen dazu gebaut. Also wirklich, Pipedrive steht einer HubSpot, einer Salesforce nichts mehr nach. Ich würde sogar sagen, es ist noch einfacher bedienbar. Ne? Und du kriegst es zum Bruchteil von den Kosten. Also unbedingt Pipedrive mal kostenlos für einen Monat ausprobieren. Einfach den Link unter der Beschreibung benutzen. Und jetzt hat mein Kunde hier den Kontakt. Ich mache es jetzt mehr simplifiziert. Wir haben jetzt natürlich ganz viele diverse Felder bei Pipedrive. Okay. Den Kontaktnamen, den Vornamen eingegeben, schon mal gut. Dann die E-Mail-Adresse, ist auch gut. Und jetzt hat die Handynummer. Und dann natürlich das Angebot als Dokument, darauf möchte ich mich jetzt nicht, also wie man das genau ablegt in Pipedrive und so weiter, darum geht es jetzt in diesem Video nicht. Wenn du dazu Fragen hast, dir einfach entsprechend das Video bei uns angucken. Wenn du in der Akademie schon mit dabei bist, auf jeden Fall. Oder halt einfach bei mir uns nochmal kontaktieren. Und hier natürlich die Gesprächsnotizen, ja. Das ist jetzt bei Pipedrive, gibt es ja hier die neue Rubrik Fokus. Ja, kann man hier zum Beispiel dann hier anheften. Die wichtigste Notiz, die aktuellste Notiz, die relevanteste Notiz. Und jetzt gibt es hier eine kleine Feinheit. Jetzt stehen wir vor folgender Situation. Wir haben bereits jetzt hier diese ganzen Zeit, Energie und damit auch Geld hier reingesteckt in diese Akquisearbeit und haben de facto wie viel bis jetzt verdient? 0 Euro. Typisch für den B2B-Akquise-Prozess. Na? Du musst dann eine Zeit lang was reinstecken, hast mehrere Calls, stellst ein Angebot und so weiter. Und jetzt liegt das Angebot vor. AZP-Angebot zur Prüfung liegt vor und es passiert erstmal nichts. Niemand meldet sich mehr bei dir, dein Ansprechpartner nicht, keiner der Ansprechpartner aus dem Teams-Call, keiner der Kollegen
Es liegt da einfach irgendwo rum zwischen 127 Millionen anderen To-Dos, die all diese Personen in diesem gehobenen Mittelstandsfirma, nahezu Konzern, tagtäglich auf der Agenda, auf der To-Do-Liste haben, in ihrem Kalender haben. Und du hast keine Ahnung, was ist denn jetzt eigentlich los? Was ist mit meinem Angebot? Ist mein Angebot jetzt kurz vor der Prüfung? Ist mein Angebot bereits geprüft worden? Ist es nun nicht zu mir kommuniziert worden? Liegt das Angebot im Einkauf? Liegt das Angebot beim CEO, beim Vorgesetzten? Also normalerweise muss so ein Angebot, je nachdem wie die Größe ist, aber so ab 20.000, muss so ein Angebot bereits zweimal geprüft werden. Ja, sogenannte Doppelprüfung, ja, zweifache Prüfung, einmal bei den Vorgesetzten, also bei der Geschäftsführung, teilweise auch nochmal bei zwei verschiedenen Geschäftsführern, das ist meistens der CEO oder der CFO, je nachdem, oder halt irgendein Vorgesetzter bei größeren Firmen, ist es nochmal ein Hauptabteilungsleiter, irgend sowas. Die zweite Prüfung im Einkauf, okay, Chefeinkäufer, je nachdem, wie groß die Firma ist und wie die Firma strukturiert ist. Und jetzt rufst du hier den guten Mann an und machst natürlich, weil du aufgepasst hast bei uns in der Akademie und letztendlich auch mein Kunde bist, rufst du den natürlich an zur Wiedervorlage. Ja? Und rufst dann eine Handynummer an und rufst da jeden Tag auf diese Handynummer an. Es ist einfach immer nur der Anrufbeantworter. Okay, was machst du jetzt? Was hättest du noch besser machen können? Okay, Achtung, aufgepasst. Was hier fehlt, ist die Durchwahlnummer. Warum? Warum ist es so wichtig? Du sagst jetzt, ich habe doch die Handynummer, wozu brauche ich denn jetzt nochmal die Festnetznummer mit der Durchwahl? Also Durchwahlnummer oder auch Festnetznummer. Und gleich erkläre ich einige Gründe aus der Praxis, aus der Akquisepraxis, warum das so wichtig ist und warum ich hier dieses ewig lange Video mit diesen ewig langen Vorbereitungsinformationen und so weiter hier gemacht habe. Folgendes Szenario. Du hast nur die Handynummer, Szenario 1, du hast nur die Handynummer, rufst an, der Anrufbeantworter, was kannst du sonst noch machen? Du kannst eine SMS schreiben, du kannst weiter auf dieser Handynummer anrufen und wenn da niemand abhebt, kannst du nur Nachricht hinterlassen oder SMS schreiben. Mehr kannst du nicht machen. Wenn du jetzt aber noch eine Festnetznummer zusätzlich eingepflegt hast, und bei uns, wir haben zum Beispiel sehr hohe Standards, wenn wir Lead-Generierung machen für B2B, für unsere Kunden, wir geben kein Lead raus. Also bei uns gibt es keine Sales-Opportunity, die wir abgeben an unsere Kunden, die nicht mindestens zwei Telefonnummern hat. Eine Handynummer in der Regel und eine Festnetznummer mit Durchwahl. Warum? Weil wenn ich jetzt diese Durchwahl anrufe, dann ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass dort ein Kollege den Hörer abnimmt. Okay? Also ein Kollege nimmt den Hörer ab, weil gegenüber von ihm das Telefon klingelt. Beim Handy nicht möglich, weil das Handy ist wahrscheinlich abgeschaltet. Und in dem Fall war es so, wir haben uns einfach über unsere diversen Methoden eine Durchwahlnummer, also eine Festnetznummer des Kollegen rausgesucht, über LinkedIn und so weiter, anderes Thema. Die Methode ist jetzt nicht Gegenstand, LinkedIn-Akquise ist jetzt nicht Gegenstand dieses Videos. Da einfach auch in unserer Akademie nachschauen, gibt es genügend Videos dazu, unter der Rubrik LinkedIn. Und haben das also innerhalb von ein paar Sekunden haben wir eine Telefonnummer herausgefunden mit Durchwahl eines Kollegen, der ihn zufällig auch im gleichen Raum sitzt. Na? Häufig sind ja auch Softentwickler oder generell IT-Leute sitzen häufig in Zimmern, die so 3, 4, 5 oder bis zu 10 Leuten in einem Zimmer sind. Und der war sehr freundlich und sehr hilfsbereit. Warum? Weil du hier mit einem Kollegen sprichst. Ganz, ganz wichtig. Kollegenakquise. Ja, du machst Akquise über die Kollegen. Warum? Weil im Gegensatz zur Zentraldame, der Kollege hat eine, in der Regel eine gute Bindung. Du musst natürlich vorher erstmal abchecken, okay, ist der freundlich und ist der hilfsbereit? Und ansonsten hat er eine gute Bindung zu dem Kollegen, zu seinem Kollegen, zu dem du eigentlich willst, dem Entscheider, ne? Wo das Angebot liegt oder dein Hauptkontakt sozusagen. Und wenn dem so ist, dann hilft dir der gerne. Warum? Weil der das nicht als sein Job sieht. Die Zentraldame oder eine Vorzimmerdame oder sogenannter Zentraldrachen, genau, der Zentraldrachen, ja, das ist eine Person,
die sieht es als ihr Job, die macht den ganzen Tag nichts anderes, außer Leute nicht weiterleiten oder vielleicht doch weiterleiten oder abzufragen, warum, was ist ihr Interesse, haben sie schon Kontakt, ja, den ganzen Teil geht diesen ganzen Tag noch so. Jetzt sprichst du mit einem Kollegen, ja, der macht das als, weil er hilfsbereit ist, der macht das weil er hilfsbereit ist und weil er freundlich ist. Ja, der sieht es nicht als Job, der sieht es als Gefallen. Das ist das richtige Wort. Ja, also der sieht es als Gefallen. Ja, und besonders wenn du jetzt schon so weit bist und sagen kannst, naja, wir haben hier Angebotsnummer etc. und so weiter. Ne? Du bist ja nicht immer mehr beim Erstkontakt, aber auch diese gleiche Methode nutzen wir auch schon weiter vorne in diesem in der Pipeline. Und jetzt hat können verschiedene Dinge passieren. Weil er hilfsbereit ist und weil er freundlich ist, hilft er dir, durchzustellen. Jetzt stellt er durch. Er kann dir schon mal sagen, in dem Fall war es auch so, er sagt dir, okay, ich versuche mal durchzustellen. Ich sehe gerade, der Kollege ist im Meeting. Diese Information hattest du vorher nicht. Wenn du nur am Handy anrufst, kannst du das nur vermuten. Jetzt weißt du, er ist im Meeting. Dein Entscheider könnte theoretisch 2 Wochen Urlaub sein. Der könnte theoretisch 1 Woche krank sein, was auch nahezu sehr häufig passiert, Urlaub, krank, sonstiges, ja, und du kannst die wochenlang nicht erreichen und du weißt einfach nicht, was ist da los. Jetzt sprichst du mit einem Kollegen und der kann dir häufig in 2 Sekunden sagen, was mit dem Entscheider los ist, mit seinem Kollegen in dem Fall. Der kann dir sagen, der ist im Urlaub, bis da und dahin. Der ist im, weil die wissen ja meistens Bescheid, ne? Weil die müssen ja teilweise auch Vertretung machen und müssen ja wissen, wo die Kollegen sind und was sie machen. Ja, also wenn sie sozusagen nahe Kollegen sind. Wie man die Telefonnummer der Kollegen herausfindet, das ist ein anderes Video, wie gesagt. Und vor allen Dingen schnell herausfindet, ne, innerhalb von ein paar Sekunden. Und du hast also die Information. Ruft er da an, jetzt kommt der Anruf zurück. Und jetzt sagt, okay, der ist im Meeting, ist gerade nicht erreichbar. Darf ich eine Nachricht hinterlassen? Um was geht es denn? Und jetzt sagst du ihm alles. Jetzt sagst du ihm, okay, mein Name ist sowieso, von der Firma sowieso, es geht um das Angebot nochmal sowieso. Ich hätte hier gerne nochmal Status Quo, Stand der Dinge abgefragt. Ich bin da etwas gerade nicht up to date und so weiter und so weiter. Und jetzt notiert er sich alles runter, deine Telefonnummer und die Wahrscheinlichkeit, dass er erstens diese Nachricht auch tatsächlich seinem Kollegen hinterlässt, deinem Entscheider, ist sehr, sehr viel höher, wenn du das jetzt mit irgendeiner Zentraldame machst. Okay? Bis zu 20 Mal höher, würde ich mal sagen. Ja? 90-100%, dass er das tatsächlich macht. Wie gesagt, weil es eine kollegiale Handlung ist. Eine kollegiale Handlung. Das ist nicht eine Handlung von Zentraldame zu einem von 5000 Mitarbeitern, sondern es ist eine Handlung von Kollege zu einem von 5 weiteren Kollegen. Das ist eine sehr viel persönlichere Angelegenheit in dem Fall, ja. Und es ist auch nicht sein Hauptjob, der macht das jetzt nicht den ganzen Tag, jede Stunde. Also es ist einfach ein Ausnahmezustand für ihn. Er macht es gerne, ja, weil es sehr selten vorkommt auch, verhältnismäßig selten im Vergleich zur Zentraldame oder irgendeiner anderen Sekretärin oder sowas. Okay, dann, was hier noch stattfindet, ist, wenn er die Nachricht hinterlässt, okay, das habe ich glaube ich schon gesagt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er die Nachricht hinterlässt, also auch wirklich weitergibt. Das Erste. Das Zweite ist, die Wahrscheinlichkeit ist auch sehr, sehr, sehr viel höher, dass du den Rückruf, also die Rückmeldung bekommst, weil die Nachricht eben erstens überhaupt erstmal weitergeleitet wurde und weil sie von seinem Kollegen weitergeleitet wurde, genießt sie nochmal eine höhere Priorität. Okay? Das soll es gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Das war mir nur einer von vielen, vielen, vielen Akquise-Hacks aus der Praxis, wo wir auch immer wieder sehen, dass auch teilweise sehr geschulte, schon jahrelange geschulte Vertriebler und Kunden von uns oder auch Geschäftsführer von IT-Dienstleisterfirmen und so weiter, ja, immer wieder diese kleinen Feinheiten hier vergessen. Das sind nur Kleinigkeiten. Hier zusätzlich nochmal in der Durchwahl und dann mit der Durchwahl arbeiten, herausfinden, okay, wer ist der Kollege? Ja, immer 2, 3 Ausweichpersonen mit einpflegen ins CRM, in Pipedrive. Ja, denn wenn ich meinen Entscheider nicht direkt erreichen kann über mehrere Tage hinweg und da geht es jetzt eventuell um 20.000 Euro, eventuell geht es über eine höhere Summe um 50, 60, 80, 100.000 Euro oder 300.000 Euro,
dann ist es natürlich ein unheimlich schlechtes Gefühl, das ich innerhalb von Sekunden oder Minuten lösen kann, wenn ich einen Kollegen anrufe. Also diese Methode ist unfassbar mächtig, unfassbar hilfreich und unterstützend. Ja, unbedingt anwenden, und dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch viel Spaß weiterhin in unserer Akademie. Bis dahin, dein Thomas Klein. Ciao. Die Steffi hat mich jetzt gerade, eine Mitarbeiterin von mir, noch gerade erinnert. Eine Sache habe ich hier, möchte ich noch ganz kurz hinzufügen, die ganz, ganz wichtig ist. Ja, eine unserer Top-Akquisiteurin hier, die hier gleich nebenan bei uns sitzt. Die Wahrscheinlichkeit, wenn du jetzt halt jemanden versuchst zu erreichen, jemanden, der ein Angebot zur Prüfung vorliegen hat, sagen wir jetzt in dem Fall, in dem Showcase, über 20.000 Euro. Der sitzt jetzt in einem Meeting, hat sein Handy abgeschalten. Ja, das heißt, der ist den ganzen Tag in Meetings, du erreichst ihn nicht, nur den Anrufbeantworter, du kannst nur eine SMS schreiben maximal, kannst einen Anruf hinterlassen, aber wenn der busy ist, wird er das vielleicht erst irgendwann abends lesen, wenn überhaupt, oder komplett überlesen vielleicht. Jetzt ergibt sich natürlich die Methode über diese Kollegenakquise-Methode, die ich hier ausführlich beschrieben habe, dass du über den Kollegen reingehst und der, du rufst jetzt den Kollegen an auf seinem Festnetz, ja, und der stellt dich jetzt durch. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit nochmal höher, dass er doch abnimmt, obwohl er sich in irgendeinem Meeting befindet. Denn du weißt vielleicht jetzt schon über seinen Kollegen, dass er sich in einem Meeting befindet. Aber was für ein Meeting? Genießt das Meeting Priorität? Leute, wie viele Meetings, gibt Statistiken noch und nöcher, sind komplett langweilig, sind irgendwelche Pflichtmeetings, und er sitzt da eventuell, darf vielleicht sein Handy nicht, hat sein Handy auf lautlos oder auf ausgeschaltet. Aber wenn jetzt ein interner Anruf kommt, und das ist ganz, ganz wichtig, wenn du über seinen Kollegen anrufst und der dich weiterleitet, dann erscheint dieser Anruf seines Kollegen, wo du gerade in on hold bist, bei ihm intern auf seinem Festnetztelefon im Meetingraum, erscheint am Display dieser Anruf als interner Anruf. Und jetzt nehme ich eventuell den Hörer doch in die Hand, weil es ist ein interner Anruf. Und ich priorisiere eventuell diesen internen Anruf ganz anders, als wie jetzt halt irgendwelche Anrufe auf meinem Handy. Und mein Handy ist ja sowieso abgeschalten. Schon mal per se abgeschalten. Das heißt, nicht selten erreiche ich jetzt jemanden, meinen Entscheider, in dem Fall geht es um 22.000 Euro, 500 Euro, der das Angebot vorliegen hat, nicht selten erreiche ich einen Entscheider, obwohl er sich in einem Meeting befindet, weil ich diese Kollegenakquise-Methode angewendet habe, weil das Telefonat, also der Anruf, als interner Anruf auf seinem Display erscheint. Okay? Und jetzt spreche ich mit jemandem, den ich sonst übers Handy nie und nimmer erreicht hätte, obwohl ich hier die Handynummer habe. Ne? Obwohl ich die Handynummer habe. Und klar, die Handynummer ist unfassbar wertvoll. In dem konkreten Szenario ist die Durchwahl, die Festnetznummer mit Durchwahl seines Kollegen wertvoller als die Handynummer, ja, weil das Handy ist ja abgeschalten. Und ich kann jetzt eventuell eine Information über mein Angebot einholen, das mir unfassbar viel Zeit, Mühe und schlaflose Nächte vielleicht erspart. Verstehst du, was ich damit meine? Das ist so eine absolute Kleinigkeit, aber mit der Methode, die wir hier beibringen bei Klein Marketing in unserer Akademie, hast du hier unter Umständen eine Information, die du, wo du jetzt vielleicht tagelang nicht erhältst, ganz, ganz schnell. Und das Ganze, dieser ganze Prozess, Nummer eruieren eines Kollegen, anrufen, weiterleiten lassen und so weiter, dauert insgesamt maximal 5 bis 10 Minuten, ja? Maximal, ja? Arbeit, die du dir hier zusätzlich reinstecken musst. Und dann pflegst du es noch ein, fertig. Okay, das wollte ich nochmal kurz hinzufügen. Danke für deine Aufmerksamkeit.